Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 7 Maskerade. Harry und Ginny, die zusammen noch als einzige mitten auf der Tanzfläche standen, zogen zeitgleich ihren Zauberstab und richteten ihn auf den Todesser. Doch Albus, der sich ihnen genähert hatte, gebot ihnen mit einer fast unmerklichen Geste seiner Hand Einhalt, sodass sie ihre Stäbe wieder senkten. Die anwesenden Lehrer versuchten, die Panik der Schüler einzudämmen, sodass mittlerweile zumindest das Geschrei aufgehört hatte. Wie verängstigte Kaninchen hatten sich kleine Gruppen von Schülern zusammengekauert. Die meisten umarmten entweder sich selbst oder ihren Nächsten, völlig egal, wer es war oder aus welchem Haus er stammte. Die Lehrer, ob kostümiert oder nicht, hatten sich in einigem Abstand zwischen die Jugendlichen und den Eindringlingen gestellt. Jeder Kollege hielt seinen Zauberstab in der Hand, selbst Hermine, die nur wenige Schritte von dem Geschehen entfernt stand, doch keiner hatte ihn gegen die schwarze Gestalt gerichtet. Denn Albus hatte seinen nicht einmal gezogen, was jedem verinnerlichte, dass keine Gefahr von der Person auszugehen schien. In ihrem Leben hatte Hermine noch niemals einem Todesser gegenüberstehen müssen und sie erkannte, dass die Maske zwar ähnlich aussah, aber nicht echt zu sein schien, weswegen auch sie ihren Stab wieder gesenkt hatte. Doch trotzdem blieb sie auf der Hut. Es beschlich sie das Gefühl, dass sich hier jemand einen richtig üblen Scherz erlaubte. Minerva kümmerte sich um einen Schüler, einem der Freunde von Sean Smith, der ohnmächtig zu Boden gegangen war. Sean selbst hatte so eine Angst vor der Gestalt bekommen, dass sämtliche Muskeln seines Körpers die Zusammenarbeit verweigerten und er sich deswegen, ohne es aufhalten zu können, die Hose einnässte. Severus hatte sich endlich aus seiner kurzen Starre lösen können und er ging mit gezogenem Zauberstab auf die Figur zu, die nicht einen einzigen Millimeter zurückweichen wollte. An dem Arm, an welchem die unheilverkündende Kutte hochgekrempelt war, konnte er nun deutlich das verblassende Mal des dunklen Lords erkennen, und da wusste Severus, auch wenn er es nicht verstehen konnte, wer sich hinter der vermummten Gestalt verstecken musste. Zornig steckte er noch im Gehen seinen Zauberstab wieder in die Innentasche, und als er genau vor der schwarz gekleideten Gestalt stand, schlug er ihr mit der flachen Hand die Maske vom Gesicht, und alle Schüler hielten angespannt die Luft an. Dracos Gesicht war zum Vorschein gekommen, und er starrte Severus mit kaltem Blick durch seine graublauen Augen an. Es ging ein Raunen durch die Menge, nachdem die Identität des Todessers geklärt worden war. Alle Schüler starrten ihn mit vor Angst ganz weit aufgerissenen Augen an. Am meisten verschaffte es Draco Genugtuung, die feuchten Streifen vom Schoß bis zum Ende des Hosenbeins langend an Sean ausmachen zu können. Bevor er seinen Rivalen anblickte und ihm triumphierend ein einseitiges, überlegenes Lächeln zuwarf. Vor Scham schossen Sean die Tränen in die Augen und er senkte seinen Blick, während Draco völlig gelassen mit beiden Händen seine Kapuze vom Kopf zog. In normaler Lautstärke sagte Severus einschüchtern wollend: Was soll das darstellen, Mr. Malfoy? Draco zuckte gelassen mit den Schultern und antwortete: Das ist mein Halloween-Kostüm. Das ist geschmacklos, wies Severus ihn aufgebracht zurecht,
Doch am liebsten hätte er ihn gepackt und ihm links und rechts eine Ohrfeige gegeben. Die Augen vorwurfsvoll über seine Mitschüler schweifen lassend, rechtfertigte sich Draco lautstark. Ich bin nur als das gekommen, als dass mich hier jeder sehen will. Das wird noch ein Nachspiel haben, zischte Severus böse, und er packte Draco an der Schulter, um ihn aus der großen Halle zu führen. Da schlug sein Patensohn einfach dessen Hand weg. Lass mich los, fauchte der Blonde, während er die Augen zusammenkniff. Keiner von den beiden hatte bemerkt, dass Albus sich ihnen genähert hatte. Harry und Ginny hatten sich in der Zwischenzeit ihre Kostüme magisch entledigt und sich zu Hermine gesellt, die das Szenario aus nächster Nähe beobachtete. Severus schimpfte und sagte bedrohlich leise: Ihr fehlender Respekt mir gegenüber, Mr. Malfoy, kostet Sie 20 Punkte. Und durch Ihren Auftritt heute Abend ziehe ich Ihnen 150 Punkte ab. Der große Punkteverlust des Hauses Slytherin durch den eigenen Hauslehrer machte für alle Schüler deutlich, wie zornig dieser war. Draco schnaufte erbost und seine Wut war nicht zu bremsen, sodass er zurückbrüllte. Du kannst dir deine Punkte... Er drückte sich anders aus als erwartet. ...in eine Körperöffnung deiner Wahl schieben. Jetzt langte es Severus, denn er stürzte sich auf Draco, ergriff ihn an der Ohrmuschel und zog den jetzt vor Schmerz winselnden Blonden durch die Flügeltür hinaus. Albus folgte sofort, um Severus wegen der groben Behandlung in die Schranken zu weisen. Doch das musste er nicht, denn vor der Tür ließ Severus seinen Patensohn sofort wieder los. Komm mit, forderte Severus, doch Draco dachte gar nicht daran. Nein, schrie er, der sich eine Hand über das nun errötete, schmerzende Ohr gelegt hatte. Du kommst sofort? Draco unterbrach ihn und schrie, so dass man es auch in der großen Halle hören konnte. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Achten Sie auf Ihr Mundwerk und... Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich lasse mir von niemandem etwas sagen, schrie Draco zurück. In der großen Halle herrschte absolute Stille, weil jeder den Worten lauschen wollte, die von draußen hereindrangen. Du bist hier Schüler, erinnerte Severus ihn mit leicht erhobener Stimme. Draco lachte hysterisch auf und sagte: Weißt du was? Ich schmeiß die Schule. Oh nein! Ich langweile mich hier zu Tode. Niemand kann mir etwas beibringen, das ich nicht schon längst weiß, keifte Draco seinen Patenonkel an. Und besonders nicht dieser Idiot, der einen Stock nicht von einem Boat-Truckle unterscheiden kann. In der großen Halle wurde Professor Svelte mit vielen Blicken beobachtet, die ihn erröten ließen. Du willst einfach aufgeben? Stichelte Severus und er hoffte, an Dracos Stolz zu appellieren. Was wirst du denn dann machen, wenn du keinen Abschluss hast? Auf der faulen Haut liegen? Halt deinen Mund, forderte Draco, doch Severus war nicht aufzuhalten. Du ziehst den Schwanz ein, Junge. Nenn mich nicht Junge. Warum nicht? Du verhältst dich doch wie einer. Draco zeigte Severus seinen entblößten linken Unterarm und schrie wütend mit feuchten Augen. Seitdem ich das hier trage, bin ich kein Junge mehr. Albus, der als einziger vor die Tür gegangen war, um im Notfall einschreiten zu können, ließ die beiden Männer ihre Differenzen austragen, denn er ahnte, dass dies längst überfällig war. Es war deine Entscheidung gewesen, stellte Severus wütend und mit nun vor Zorn roten Wangen klar, denn er hatte den Vorwurf herausgehört, dass er seinen Patensohn davor nicht hatte bewahren können. Als hätte ich eine Wahl gehabt, konterte Draco verächtlich, schnaufend. Wäre Severus darüber informiert gewesen, dass Draco das dunkle Mal entgegennehmen würde, dann hätte er dies zu verhindern gewusst. Aber weder vom dunklen Lord noch von Lucius selbst
hatte er auch nur eine kleine Andeutung erhalten. Severus beruhigte sich nur unwesentlich und forderte nochmals: Komm mit in mein Büro! Nein, ich sagte doch, ich bin ab jetzt kein Schüler mehr. Er schüttelte aufgeregt seinen Kopf. Ich könnte hier weitermachen, wenn mir das alles egal wäre, wenn Menschen mir nichts bedeuten würden und wenn ich mich nicht darum scheren müsste, was andere von mir denken. Einen Platz hier könnte ich nur finden, wenn ich innerlich völlig erkaltet wäre, sagte Draco. Etwas leiser fügte er nach einer kleinen Pause ein. So wie du. Severus versteinerte vor Dracos Augen und man konnte ihn nicht einmal mehr atmen sehen. Die Hände an seinen Seiten waren zu Fäusten geballt. Der bohrende Blick seines Patenonkels stach in Dracos Augen wie tausende heißer Nadeln. Die Röte hatte Severus' Gesicht verlassen und es schien nun wie in Kreide gewälzt. So weiß war Severus vor Entsetzen, so etwas aus Dracos Mund hören zu müssen. Drinnen wurde Hermine von Harry daran gehindert, nach draußen zu gehen, obwohl ihn die plötzlich herrschende Ruhe befürchten ließ, dass gleich ein gewaltiger Sturm aufziehen würde, und Harry hatte sich nicht getäuscht, als er kurz darauf die Stimme seines Kollegen vernahm. Severus hatte tief Luft geholt, bevor er Draco die Leviten las. Du bist genauso? Draco fuhr wegen der Lautstärke zusammen. Wie dein Vater. Draco wollte widersprechen, doch er kam nicht dazu. Du miserables, verzogenes Balg, ich habe... Severus pumpte seine Fäuste. Dein verdammtes Leben gerettet, meine Zeit damit vergeudet, ein arrogantes Früchtchen in meine Obhut zu nehmen. Aber die einzige, die mir das zu danken scheint, ist deine Mutter. Draco ging in sich und fragte sich selbst, ob das alles wahr sein würde, was Severus aufgezählt hatte. War er verzogen, arrogant und war er eine reine Zeitverschwendung? Er wollte das alles nicht sein. Er konnte nicht dafür, verzogen zu sein, denn das hatten seine Eltern besorgt. Und Draco war der Meinung, dass er sich im Vergleich zu damals geändert hatte. Er mochte noch immer arrogant sein, aber er war keine Zeitverschwendung. War das das Einzige, was sein Patenonkel in ihm sah? Zumindest hatten sie eines gemeinsam. Sie trugen beide das dunkle Mal. Bin ich für dich nicht mehr? Wollte Draco wissen, und er begann, am ganzen Leib zu zittern, weil er die Antwort fürchtete. Severus war immer verschlossen gewesen, hatte ihm nur ein einziges Mal Trost durch eine Umarmung gespendet, während sie in einem Muggeldorf festgesessen hatten. Nur ein einziges Mal hatte Severus ihm gegenüber wahre Gefühle gezeigt. Da bisher keine Antwort gekommen war, blickte Draco auf das dunkle Mal, das Voldemort ihm ins Fleisch gebrannt hatte, und dann wagte er zu fragen. Ist das das Einzige, was uns verbindet? Dann blickte er wieder den Totenkopf mit der Schlange auf seinem Arm an und ihm wurde bewusst, dass ausschließlich dieses schwarzmagische Symbol ihn noch daran hinderte, sich komplett ändern zu können. Flink und völlig unerwartet führte er seine rechte Hand an Voldemorts Zeichen und, zum Entsetzen von Albus und Severus, kratzte er mit seinen Fingernägeln so kräftig darüber, dass die Haut aufsprang und sich sein Blut über das Mal ergoss. Severus war mit einem Schritt bei ihm und hielt ihn an beiden Handgelenken fest, als er erbost fragte: Was bezweckst du damit? Sich wehrend antwortete Draco verzweifelt: Solange ich das trage, habe ich gar keine Chance. Aber es wird niemals weggehen, sagte Severus unerwartet ruhig. Es wird immer da bleiben, Draco.
Nicht nur einmal hatte Severus sich bereits darüber Gedanken gemacht, was nach Voldemorts Tod aus seinem Leben werden würde. Das Überleben war für ihn wie ein Geschenk gewesen, für das man keine Verwendung hatte. Nie hatte er damit gerechnet, unversehrt die Schlacht zu überstehen. Was war er denn schon? Ein Todesser, dessen Gnadenbrot daraus bestand, Zaubertränkelehrer für lernunwillige Kinder zu spielen? Er fühlte genau wie Draco, denn mit dem Mal auf dem Arm wurde auch er jeden Tag mehrmals daran erinnert, was er für ein schreckliches Leben hatte führen müssen. Doch ihm selbst erging es noch viel schlechter als seinem Patensohn, denn in Dracos Leib verzweifelte zumindest noch eine intakte Seele. Albus war auf die beiden zugekommen und er forderte Severus wortlos dazu auf, den Schüler loszulassen. »Mr. Malfoy«, sagte Albus ruhig, »Sie begeben sich bitte zu Madame Pomfrey in den Krankenflügel und lassen die Wunden versorgen.« Draco wagte es nicht, den Direktor anzusehen, doch er nickte. Bevor Draco sich jedoch auf den Weg machen konnte, fügte Albus hinzu. »Am Montag gegen 1 Uhr würde ich Sie gerne in meinem Büro empfangen.« Hier blickte Draco auf und er sagte, wenn auch noch etwas eingeschüchtert, »Ich gehe nicht mehr zur Schule.« Albus lächelte milde zustimmend und erklärte, »Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie am Montag dem Unterricht beiwohnen. Besuchen Sie mich einfach auf eine Tasse Tee, Mr. Malfoy.« Draco nickte zustimmend und machte sich gleich darauf auf, in den ersten Stock. Severus hoffte, dass man seine Hilfe für das heutige Fest nicht mehr benötigen würde, und als hätte Albus seine Gedanken gelesen, sagte er beschwichtigend, »Du bist entschuldigt, Severus. Wir kommen auch ohne dich zurecht.« Auch Severus nickte dem Direktor zu, doch wie befürchtet wurde auch ihm, bevor er gehen konnte, nahegelegt, »Am Montag um 15 Uhr bei mir zu etwas Kaffee und Kuchen.« In der großen Halle entschuldigte Albus diese aufregende Unterbrechung, säuberte unauffällig mit einem Wort und stablosen Zauber Seans Hose und lenkte mit einem neuen Spiel so sehr ab, dass die Feierlichkeiten fortgeführt werden konnten, als wären sie nie gestört worden. Wieder hielt Harry seine beste Freundin auf, die unbedingt zu Severus gehen wollte, und er sagte, »In der Stimmung, in der er jetzt ist, könnte es gut sein, dass er dich noch verhext.« Hermine nickte nachgebend und beteiligte sich an dem Spiel, doch ihre Gedanken waren ganz woanders. Hermine redete den ganzen Abend hindurch mit einigen Schülern, denen der Schreck noch ins Gesicht geschrieben stand, und sie konnte hier und da die Stimmung aufhellen und die Ängste nehmen, indem sie den Jugendlichen ihr Ohr lieh. Spät am Abend kam Narzissa nach Hause und sie fragte Draco mit einem zärtlichen Lächeln auf den Lippen, wie das Halloween-Fest gewesen war. »Ich glaube, ich bin heute ein wenig über die Stränge geschlagen«, gab er schuldbewusst zu. »Wieso denn das nur? Was hast du getan?«, fragte seine Mutter besorgt und einfühlsam, doch er sträubte sich, ihr eine Antwort zu geben. Stattdessen sagte er, »Ich habe die Schule hingeworfen, Mutter. Ich werde nicht mehr...« »Du hast was?«, fragte sie mit großen Augen. »Aber Draco, das ist doch so wichtig.« »Ich werde schon einen Weg finden. Vielleicht kann ich die Prüfung am Ende des Schuljahres ablegen, ohne dass ich die 7. Klasse besuchen muss.« Bevor sie weitere Einwürfe machen konnte, beruhigte er sie und erklärte, »Am Montag werde ich mit Professor Dumbledore reden. Vielleicht kann er mir eine Lösung vorschlagen, mit der wir alle zufrieden sein können.« Narzissa wollte sich damit zufrieden geben, denn ihr lag am meisten daran, dass er seine Abschlussprüfung bestehen würde. Nachdem sie sich neben ihn gesetzt hatte, fragte er sie, wie der Abend mit ihrer Schwester und ihrem Schwager gewesen wäre. Er wollte nicht die Bezeichnung Tante Andromeda oder Onkel Ted verwenden, denn das würde er ganz sicher niemals in seinem Leben sagen. Sie lächelte breit
und sagte: Ganz wunderbar. Ich habe noch nie erlebt, wie Muggel Halloween feiern. Das war ganz goldig, wie die Nachbarskinder immer an die Tür geklopft haben. Die hatten ganz drollige Kostüme getragen. Ohne auf ihre Äußerungen einzugehen, sagte er bedauernd: Ich habe mich gestern mit Severus gestritten. Sie zog beide Augenbrauen in die Höhe, sodass er erklärte: Ich habe mir einen Scherz erlaubt und ich bin als Todesser maskiert zur Feier gegangen. Er hörte, wie sie erschrocken einatmete, bevor sie ihn schalt. Wie kannst du nur? Warum gerade als Todesser? Weil ich einer bin, sagte er schwach. Oh nein, mein Sohn, du bist alles andere als das. Wollte sie ihm weismachen, doch da kam plötzlich die Erinnerung an den Schrecken zurück, als ihr Mann ihr stolz davon berichtet hatte, dass ihr gemeinsamer Sohn nun Einzug in den Rängen des dunklen Lords gehalten hatte. Sie schlug sich beide Hände vor den Mund und blickte ihn ängstlich an. Gewissensbisse plagten ihn, weil er damals das Mahl angenommen hatte und jetzt auch noch die Erinnerung daran in seiner Mutter geweckt hatte. Oh, Draco, sagte sie innehaltend, bevor eine erste Träne über ihren hohen Wangenknochen rollte. Nach einer Weile, die sie still nebeneinander verbracht hatten, sagte sie: Was ist zwischen Severus und dir vorgefallen? Du kannst dir denken, dass ihm meine Verkleidung am wenigsten gefallen hat. Er stöhnte, bevor er leise sagte: Ich glaube, er hasst mich. Das tut er nicht, Schatz. Er liebt dich. Du hättest ihn sehen sollen, als er dich das erste Mal gehalten hatte, sagte sie lächelnd, obwohl ihre Augen noch immer feucht waren. Severus liebt niemanden, stellte Draco wütend klar, denn es verletzte ihn, dass er für seinen Patenonkel nichts wert war. Doch, Draco, und er liebt auch mich, das weiß, sagte sie verstummend. Durch diese Äußerung war er hellhörig geworden und er versuchte jetzt nochmal, was zuvor wegen der fehlenden Erinnerung seiner Mutter nicht gefruchtet hatte, denn er fragte: Hatte er jemals eine Freundin? Sie lächelte und sagte nickend: Ja, hatte er. In der Schule waren es zwei und nach der Schule war er mit. Ihre Gedanken überschlugen sich, denn sie erinnerte sich an den Moment, in welchem Severus ihr von seiner Freundin Linda erzählt hatte und sie daraufhin nur abwertend gesagt hatte, dass er Besseres als ein Halbblut verdienen würde. Daraufhin war eine Auseinandersetzung gefolgt, in welcher er ihr klargemacht hatte, dass er selbst ein Halbblut sein würde, was sie natürlich gewusst, aber nie angesprochen hatte. Sie schüttelte diese Erinnerung von sich und fuhr fort: Mit einer netten Frau aus seinem Jahrgang zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, welchem Haus sie angehört hatte. Was? Keine Slytherin? Fragte er verdutzt und seine Mutter verneinte wortlos. Sie lachte kurz auf und erzählte in Erinnerung schwelgend: Dein Vater war eine Zeit lang richtig neidisch auf Severus gewesen, weil wir in meinen letzten beiden Jahren häufig in der Bibliothek gesessen hatten, um Zaubertrankbücher zu lesen. Severus war noch so jung und hatte schon genauso viel gewusst wie ich. Das konnte sich Draco sehr gut vorstellen, weswegen er lächeln musste. Ihre Stimme wurde ernster, als sie erklärte: Wir sind uns noch näher gekommen, als ich ihn während seines zweiten Jahres vor... Sie schluckte kräftig. Sirius, James, Peter und Remus, dachte sie. Sie konnte den Verlobten ihrer Nichte endlich in der Vergangenheit zuordnen. Und Remus beschützt hatte. Zwei von ihnen hatten Severus an die Wand gedrückt und ihn veralbert, weil er geweint hatte. Severus und weinen? Fragte Draco verdutzt. Sie schürzte die Lippen und nickte, bevor sie erklärte: Ich dachte erst, er würde weinen, weil sie ihn Schniefelus nannten. Aber mir ist schnell klar geworden, dass sie ihn nur so genannt hatten, weil sie ihn bereits so aufgelöst vorgefunden hatten. Ich habe die vier vertreiben können. Ich war immerhin Schulsprecherin. Sie seufzte und schilderte: Ich habe ihn an die Hand genommen und wir sind in unseren Gemeinschaftsraum gegangen. Dort hat er mir erzählt, dass seine Mutter gestorben wäre.
Er hätte es eben erst erfahren. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.